zum Beispiel zu diesem Thema ein paar Verse und wir fangen an in Matthäus 5, Abvers 29. Hier steht: Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es weg von dir, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab und wirf sie von dir, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzes Leib in die Hölle geworfen wird. Was hören wir jetzt daraus für Probleme, die Menschen haben, und wie können wir auf jeden Fall hier darauf arbeiten? Ich höre daraus raus, mit Lust masturbieren, Pornografie, Unzucht. Unzucht ist in zusammengefasst alles, was vor der Ehe passiert. Hier steht: Wenn dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es weg von dir. Symbolisch gemeint. Weg damit. Hör auf. Die Sünde fängt hier an. Hier fängt die Sünde an. Denn wer eine Frau nur begehrt beim Anblick, der hat in seinem Herzen einen Ehebruch begangen. Das gleiche bei den Frauen. Hier fängt die Sünde an und dann mit deiner rechten Hand oder deiner linken Hand vollendest du die Sünde. Und wenn die Sünde vollendet ist, sagt Jakobus, dann kommt der Tod. Ja, dann kommt der Tod. Darum, wenn ein Christ in diesen Sachen sündigt, fühlt er sich Schamgefühle, beschämt, betrübt den Heiligen Geist, sündigt gegen den Tempel Gottes und sündigt gegen Gott. Gott sei Dank haben wir einen treuen Gott. Gott sei Dank haben wir unseren liebenden Gott, der am Kreuz für uns gestorben ist und auferstanden ist und sagt in 1. Johannesbrief Kapitel 1, Vers 9, durch den Heiligen Geist, durch Johannes, denn er ist treu und gerecht und wäscht uns rein von aller Ungerechtigkeit, wenn wir unsere Sünden bekennen. Wenn jemand sagt, er hätte keine Sünde, dann ist ein Lügner. Die Bibel sagt, jeder, der gelogen hat, sogar hat gesündigt. So. Eine Übertretung des Gesetzes ist die Zerstörung des ganzen Gesetzes. Wenn du eins gebrochen hast, bist du schuldig in allem. Wenn du versuchst, eins zu halten, bist du schuldig in allen Bereichen und allen Gesetzen es zu halten. Darum kommt keine Gerechtigkeit durch das Gesetz. Kann keine Gerechtigkeit kommen durch das Gesetz. Durch das Gesetz kommt die Gerechtigkeit nicht. Wenn du darauf vertraust, auf deine Werke, wirst du ein schlimmes Ende erwarten. Denn viele werden sagen in jenem Tag: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen gute Werke getan? Haben wir nicht in deinem Namen dies und jenes getan? Dann wird der König zu ihnen sagen: Weiche von mir, ihr Gesetzeslosen, in das ewige Feuer. Du kannst nicht vor Jesus stehen und dann zählst du irgendwelche Werke auf. Deine Werke führen dich nicht in den Himmel. Das, was Jesus am Kreuz getan hat für dich und diesen Glauben an den Sohn Gottes, das rettet dich. Alles andere kann dich nicht retten. Kein Mohammed, kein Allah, kein Krishna, kein Shiva, keine Werke, kein Charles Darwin Affentheorie. Niemand und durch niemanden und für niemanden, außer durch Jesus Christus, kommst du in den Himmel. Denn er sagt selbst: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Kein Prophet wird dir helfen. Kein Shiva, kein Krishna, kein Allah, kein Mohammed, keiner. Denn es ist nur einen Namen gegeben unter den Himmel, in dem wir gerettet werden sollen. Und das ist nur der Name Jesus Christus, Apostelgeschichte 4, Vers 12. Keiner kann dich sonst retten, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht ein Mensch, der Gutes tut. Denn wer ein Mensch, der Gutes tut, dann hätte man gesagt, der ist gut. Aber in den Augen Gottes hat jeder die Herrlichkeit verloren vor ihm. Und das ist der geistliche Tod durch die Erbsünde, als du unmündig warst und du von Gut und Böse unterscheiden konntest und du das erste Mal gesündigt hast. Ab da an bist du vor dem heiligen Gott und vor seinem heiligen Angesicht bist du ein Übertreter des Gesetzes. Und ein Übertreter des Gesetzes, seine Destiny, seine Zukunft ist die Feuersee. Es sei denn, jemand hat seine Schuld abgetragen, es sei denn, jemand hat es reingewaschen. Und das tat Jesus Christus. Jesus Christus ist Gott. Gott wurde Mensch in Jesus Christus.
Wie die Prophezeiung aus dem Alten Testament besagen, lebt ein perfektes, heiliges Leben und er ist das Opferlamm für die Sünden der Welt. Und jeder, der jetzt an den Sohn Gottes glaubt, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu sein. Das bedeutet, Jesus kam nicht nur, um deine Sünden abzutragen und abzuwaschen. Ja, Halleluja, er hat es getan. Aber er kam, um dich sein Kind zu nennen, um dich dann durch den Prozess, wenn du an ihn glaubst, in die Heiligkeit zu führen und du Tag für Tag bis zum Ende deines Lebens Christus ähnlicher zu werden in der Heiligkeit des Heiligen Geistes. Das bedeutet, er möchte nicht nur, dass du an ihn glaubst und quasi du denkst, ja, ich bin reingewaschen. Er möchte eine persönliche Beziehung zu dir. Er möchte dich noch besser kennenlernen. Er möchte, dass du sein Kind bist. Wie kannst du aber sagen, ich bin ein Kind Gottes, aber deine Werke und deine Taten sagen was anderes? Denn der Herr sagt selbst, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Jeder kann sagen, ich bin Christ, aber widerspiegelt sein Leben, dass er Christ ist? Und das ist die Frage dann, ne? Weil am Ende kann jeder viel reden. Ich kann viel reden, der eine kann viel reden. Aber am Ende sieht man dann auf jeden Fall durch den Glauben heraus an den Werken, ob es ein lebendiger Glaube ist oder ob es ein toter Glaube ist. Ich bin nicht da, um zu gucken, was du schreibst. Ich bin da, um zu predigen. Es gibt ein zu predigen. Es gibt eine Zeit, um 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 zu predigen. Es gibt eine Zeit. So viel zum Thema Liebe und Lust. Auf jeden Fall, hack deine Hand ab. Versuch, deine Hand abzuhacken und dein Auge rauszuwerfen bei dieser Sünde. Nicht physisch gemeint und nicht, es ist symbolisch gemeint. Die Leute denken wirklich, ah, was redet er jetzt? Nein, hack dein Auge weg, hack deine Hand weg. Versuch es. Wir gehen mal auf 1. Korinther. So, lesen wir mal. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden, in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird diesen und jene wegtun. Der Leib aber ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Soll ich nun Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass wer eine Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft? Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Jetzt stell dir jetzt, Halleluja, Amen, im Namen des Herrn Jesus Christus, Amen. Jetzt stell dir mal vor, jeder würde das ausleben. Ich auch. Ihr, jeder von uns. Stell dir mal vor, die ganze Welt würde Gott lieben und seinen Nächsten lieben, sein Auge rauswerfen, seine Hand abhacken, die Unzucht fliehen. Genau das, was hier steht.
der Herr sagt, dann gäbe es solche Probleme nicht. Dann würdet ihr und ich auch nicht zu Gott gehen jedes Mal und sagen, vergib mir Gott. Weißt du, was cool ist, eines Tages ins Gebet zu gehen und sagen, danke, Vater, im Namen Jesus Christus. Danke, dass ich aus dieser Sünde raus bin. Danke, wenn der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Danke, Vater, dass ich Freiheit in dir habe. Ich danke dir, dass ich frei bin. Ich danke dir, dass ich keine Ketten der Sünden habe. Aber wir gehen immer ins Gebet, ob es nach einer Woche, nach einem Monat, nach 5 Monaten ist. Vater, vergib mir, denn ich habe wieder gegen dich gesündigt. Ist schön, wer er seine Sünden bekennt und Treue zeigt und auf jeden Fall reumütig seine Sünden bekennt, dann ist er treu und gerecht und wäscht dich rein. Aber wie schön ist es, mal ins Gebet zu gehen und sagen, Herr, ich komme heute nur ins Gebet, um dich zu lobpreisen, um dir zu danken, um für andere Menschen zu beten. In Johannes 14, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Ja, was sind denn jetzt die Gebote? Viele denken auf jeden Fall, aha, Gebote. Jetzt kommt einer, der meint, ich muss das Gesetz halten. Was sind die Gebote Christi? Die Gebote Christi sind nicht die 613 mosaischen, unter anderem schon, weil durch das Wort alles entstanden ist und Jesus ist der Herr über den Sabbat. Wenn Jesus Herr über den Sabbat ist, dann ist auch Jesus Herr über die 10 Gebote und er ist auch Herr über alles im Alten Testament. Aber Jesus ist auch Herr über seine Gebote durch das Neue Testament. Und der Herr umfasst das ganze Gesetz und die Propheten durch 2 Gebote. Gott zu lieben von ganzem Herzen, ganzem Verstand und aller Kraft und alles, was in dir ist. Und deinen Nächsten zu lieben, wie du dich selber liebst. Und wer diese Gebote tut, diese 2, der umfasst und der quasi hat dann das Gesetz und die Propheten zusammengefasst getan. Denn wer Gott liebt, wie gesagt, würde der stehlen? Ich glaube nicht. Wenn wer Gott liebt, würde er seinen Nächsten hassen. Ich denke nicht. Wenn jemand Gott wirklich liebt und nach seinem Willen lebt, dann wird er diese ganzen Sachen nicht machen. Dann brauchen wir keine Polizei, dann brauchen wir keinen Krieg, dann brauchen wir kein Militär, dann brauchen wir auch keine Schlüssel für unser Haus, dann brauchen wir auch kein Geld oder sonst was, sondern der Sinn des Lebens ist Liebe. Bekomm das in deinem Kopf, mein Bruder, meine Schwester. Der Sinn des Lebens ist nicht, 40 Jahre zu arbeiten und dann sagen, ah, jetzt habe ich meine Pension. Der Sinn des Lebens ist nicht, eine Familie zu gründen. Der Sinn des Lebens ist nicht, Geld zu machen. Der Sinn des Lebens ist, wie der Herr Jesus sagt, das ist das ewige Leben, dich, den allein wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Und ganz klar, 1. Korinther 13, Vers 13, und nun bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Und die größte unter ihnen allen ist die Liebe. Denn durch die Liebe ist alles entstanden, weil das Wort Gottes die Liebe in Person ist. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Wenn jemand nicht liebt, dann hat er Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und ich werde mich ihm offenbaren. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Hier spricht der allmächtige Gott,
der Himmel und Erde geschaffen hat durch sein Wort. Hier spricht der Vater durch den Sohn. Liebt ihr mich, haltet meine Gebote. Liebt ihr mich nicht, haltet ihr meine Gebote nicht. Seine Gebote sind nicht nur Gott zu lieben und seinen Nächsten zu lieben, sondern seine Gebote sind auch: hütet euch vor den falschen Propheten. Flieht die Unzucht. Kein unreiner, unheiliger, Götzendiener, sexuell unmoralischer Mensch wird das Reich Gottes erben. Es gibt so viele Christi-Gebote, unzählige durch das Neue Testament. Das heißt unzählig, also für uns quasi jetzt, dass wir sie befolgen so und im Hinterkopf behalten. Aber der Herr, der Gott, der Vater, Gott, der Vater spricht durch den Sohn: liebt ihr mich, dann werdet ihr meine Worte befolgen. Wir müssen das lernen. Ne, und dann gibt's nicht mehr Alan, ich kämpfe wieder mit dem, Alan ist das. Dann gehst du zuerst ins Gebet und dann sagst du: Alan, nicht nur Alan, ich habe hier Probleme, dann sagst du: Alan, ich habe gerade gebetet, ich fühle einen Frieden in mir. Ich werde in Zukunft versuchen, nach dem Wort zu leben. Ne? Weil, was kann ich dir jetzt tun? Im besten Fall kann ich dann für dich beten. Aber wie ist es besser, wenn du selber mit deinem Problem selber zu Gott gehst zuerst und dann auf jeden Fall für dich beten lässt? Weil ich bin nicht immer da für dich. Deine Mutter ist auch nicht für immer für dich da. Dein Vater ist auch nicht für immer für dich da. Du bist auf dich alleine gestellt mit Gott. Nicht ich werde mit dir als Rechtsanwalt vor Gottes Thron stehen. Deine Mutter wird nicht mit dir vor Gottes Thron stehen. Dein Vater wird dir auch nicht helfen. Deine Frau wird dir auch nicht helfen. Dein Mann wird dir auch nicht helfen. Das bedeutet, du bist eines Tages alleine vor deinem Schöpfer. Weißt du? Und ja. Warum ist Sonntag der Ruhetag, obwohl in der Bibel steht, Samstag ist der Schabbat? Weil der Sonntag ein Ruhetag ist, weil wer? Ja, nicht irgendwer, sondern auf jeden Fall, das ist das Gesetz jetzt hier, was wahrscheinlich der Urheber dafür, weiß ich nicht, ob das Konstantin war damals, aber das ist auf jeden Fall kein biblisches Ursprungsgesetz. Also kein biblisches Gesetz. Der Sonntag ist der Tag der Auferstehung, ja. Geheiligt wird aber auf jeden Fall der Sabbat, auf jeden Fall. Dennoch ist es ein Menschengesetz, was uns gegeben worden ist, dass Sonntag der Ruhetag ist. Ein menschliches Gesetz. Das heißt, Samstag soll ich ruhen. Du kannst gerne Samstag ruhen, aber da hast du überhaupt das neue Bund verstanden. Hast du den neuen Bund in Christus verstanden, dass du ihn angezogen hast und in ihm ruhst und quasi, wenn du im Geist wandelst, auch nicht unter dem Gesetz bist. Du musst verstehen, was das Bündnis zwischen dir und Jesus überhaupt ist, ob du überhaupt unter dem Gesetz bist oder nicht. Danke für die Geschenke, Leute. Danke, Valentin. Gott segne dich. Bei euch ist alles verfälscht, ihr folgt nicht der Wahrheit, nur Vermutungen. Bei uns auf jeden Fall, wir folgen der Wahrheit, weil Gott der Sohn spricht zu Gott den Vater. Dein Wort ist Wahrheit. So, und da brauche ich nicht irgendeinen random über 50-Jährigen, der den Geist des Antichristen in sich hat und keine Lehre der Wahrheit in sich hat und keine Wahrheit in ihm gefunden hat, um mir zu sagen, wir folgen nicht der Wahrheit. Denn wer aus der Wahrheit ist, der folgt mir nach, sagt der Herr Jesus. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wer nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Du hast Gott nicht, wenn du nicht in der Lehre des Christus bleibst. Also hör auf mit deinen schwachsinnigen, eigentlichen, antichristlichen, fleischlichen Gefühlen und Aussagen hier in mein Live zu kommen. Denn du bist nicht in der Lehre des Christus. Und wenn du in der Lehre des Christus wärst, dann würdest du nicht sagen, dass wir nicht der Wahrheit bestehen, weil der Geist des Antichristen, mein Lieber, der ist immer die Täuschung zwischen Wahrheit und Lüge. Der Geist des Antichristen nimmt die Wahrheit und macht
eine Lüge daraus. Er hört die Lüge, wie zum Beispiel den Koran und andere Sachen, und macht es zur Wahrheit. Das ist die Täuschung. Allahs Täuschung, die Täuschung des antichristlichen Geistes, die in jedem Menschen ruht, der den Sohn Gottes leugnet, den Vater und den Sohn leugnet. So. Hab vor ein paar Stunden ein Live gesehen, wo zwei Christen sagen, die Trinität wäre falsch. Das waren keine Christen, das waren Scharlatane und die haben keine Ahnung von der Bibel. Deine Meinung zu Orthodoxie und Ikonen? Orthodoxie finde ich gut, studiere ich auf jeden Fall selber. Ich informiere mich selber über die apostolische Kirche. Shalom, Bruder, was mit deiner Frisur passiert? Ich weiß nicht. Also verlängert habe ich sie nicht, also habe ich es geschnitten. Darf man Weihnachten feiern? Danke für den Cowboy-Hut. Wenn du Weihnachten feierst mit der Intuition, dass Christus für dich am 24. Dezember geboren wurde, dann bezweifle ich das auf jeden Fall. Wenn du Weihnachten feierst mit der Intuition, einfach die Geburt Christi zu feiern und dass der Erlöser geboren wurde, Halleluja. Feierst du Weihnachten mit der Intuition für Geschenke oder irgendwelche heidnischen Feste und irgendwelchen Scharlatan, ist falsch. Meine Meinung zu Ikonen. Habe mich mit dem Thema noch nicht so richtig auseinandergesetzt und darum, ich gebe nur meine Meinung, wenn ich mich mit einem Thema auch vollständig auseinandergesetzt habe. Wie gesagt, ich lerne selber die apostolische Kirche und ich rede nur mit Wissen. Ohne Wissen rede ich nicht. Weiße Haare bekommen? Ja, das ist nichts Neues. Das ist nichts Neues. Weiße Haare habe ich schon länger. Obwohl ich 24 Jahre alt bin. Feierst du Pascha, amigo? Muchacho? No, muchacho, amigo. Ah, dann lade bitte deine Modis ein. Ja, vielleicht muss ich wieder meine Moderatoren rausschmeißen und wieder neue einsetzen, weil anscheinend niemand seinen Job machen möchte. Ich meine es nur gut, aber es müssen auf jeden Fall immer 2, 3 dazu sein. Andere Frisur war so schön. Ja, wie gesagt, ich habe keine Glatze, die wachsen wieder nach. Was haltet deine muslimische Familie davon, dass du die Wahrheit gefunden hast? Also, dass sie denken, dass ich die Wahrheit gefunden habe? Nee, wie gesagt, weil der Geist des Antichristen, wie gesagt, nicht glaubt, dass es die Wahrheit ist. Was sie davon halten, dass ich Christ bin, ist die besser formulierte Frage. Sie sehen auf jeden Fall, dass ich mich positiv verändert habe und auf jeden Fall, dass der Glaube mir sehr gut tut. Und ja. Diese Frisur ist doch Baba. Valentin, ich küsse dein Herz, ist mir egal, wie ich aussehe. Ich muss nicht Menschen gefallen, ich muss Gott gefallen. Und Gott sieht nicht meine Frisur in der Hinsicht, dass er auf meine Frisur bedacht ist. Natürlich sieht er sie, aber er ist bedacht auf mein Herz. So. Alan, kannst du Helen bitte stummen? Ich habe sie schon mal gestummt, das letzte Mal. Was hat dich überzeugt oder wie hast du zur Wahrheit gefunden? Storytime. Wir machen wieder Storytime kurz. Ich habe ein Video gesehen von jemandem, der hat gesagt, durch mathematische Formel hat er Christus gefunden. Natürlich, in der Hinsicht kann er viel reden, wenn er tagelang ist und mit seinen mathematischen Formeln, aber in der Hinsicht hat ihn natürlich Gott der Vater.
gekommen, wie der Vater ihn gefunden hat, mit einer mathematischen Formel. Natürlich hat er ausgerechnet, wie kann quasi die nehmen wir zum Beispiel den Buddhismus, den Hinduismus. Ne? Der Buddhismus, Hinduismus, du gehst hin, fragst über Jesus Christus. Sie behaupten, ja, wir können dir nicht viel sagen. Er war ein Wanderprediger, der anscheinend Schönes gepredigt hat. Mehr könnt ihr dir nicht sagen. Gehst du zu einem Atheisten, wer ist Jesus für dich? Ach komm, ich bin ja ein Affe. Du redest ja hier mit einem Affen. Ich glaube ja an die Affentheorie. Jetzt würde er nicht sagen, würde natürlich nicht sagen, aber es wäre schon witzig, weil an das glaubt er ja. Und Jesus wäre für ihn erstens entweder nicht quasi Existenz, obwohl es historisch belegt ist, oder auf jeden Fall für ihn wäre einfach Jesus nichts quasi für den Atheisten. Danke Valentin für die ganzen Geschenke. So, dann gehst du zu einem Moslem hin. Der Moslem, der Täuschende, er behauptet ja, Jesus zu kennen. Das sind komplette Gelogen. Wir müssen im Urtext gucken, wer überhaupt Jesus ist, und das ist das Alte Testament. Und dann gehst du zu einem Moslem hin und sagst ihm, wer ist Jesus Christus für dich? Und dann würde er sagen, Isa ibn Maryam, Frieden und Segen Allahs auf ihm. Ja, der war ein Prophet, einer der größten Propheten. Der hat zum Beispiel eine Taube genommen und hat Leben in ihr geblasen. Er ist das Wort Gottes, aber er ist nur ein Mensch und er ist ein Knecht Allahs und er wäre nur ein Mensch. So. Also, weißt du, was ich meine? Der würde dir sowas sagen. Das gleiche wie ein Wanderprediger eigentlich, wenn man es anders formuliert. So, wie der Buddhist oder wie der Atheist quasi. Kein Zusammenhang. Jetzt gehst du aber und machst diese mathematische Formel quasi und untersuchst von 1. Mose bis Maleachi alle Prophezeiungen über Jesus Christus. Was steht über Jesus Christus im Alten Testament? Wer ist überhaupt der Messias im Alten Testament? Was für eine Aufgabe hat der Messias und die ganzen Prophezeiungen? Und dann siehst du, dass es über 63.000 Kreuzverweise gibt. Dann siehst du über 340 Prophezeiungen. Dann siehst du, dass nicht ein Wanderprediger prophezeit wurde im Alten Testament. Dann siehst du nicht einfach nur einen Propheten gepredigt und prophezeit, sondern wenn du in den Urtext wirklich hineingehst, weil Jesus gesagt, Moses hat von mir geschrieben, Daniel hat von mir geschrieben, die Propheten haben von mir geschrieben, Jesaja hat von mir geschrieben, in den Psalmen wird von mir geschrieben. Dann gehst du auf Psalm 130. Gott selbst wird die Sünden Israels auf sich nehmen. Okay. Psalm 45, 7 bis 9. Dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Du hast die Gerechtigkeit geliebt und die Gesetzeslosigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt. Mit Freudenöl mehr als deine Gefährten. Das bedeutet, erstens, Gott selbst wird die Sünden auf sich nehmen, Psalm 130. Und Gott spricht jemanden anderen mit Gott an. Wie ist das möglich? Trinität. Die einzige Botschaft ist Trinität. Wir haben einen dreieinen Gott vom Urtext bis zum neuen Text. Dann gehst du auf Jesaja, zum Beispiel Jesaja 9,5. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Also der Messias wird hier kein Prophet genannt, der Messias wird hier kein Wanderprediger genannt, der Messias wird im Alten Testament als Gott prophezeit. Gott wird Mensch und wird die Sünden der Menschen auf sich nehmen. Und dieser Typ, der durch diese mathematische Formel zu den Muslimen, zu den Atheisten, wahrscheinlich zu den Buddhisten, Hinduisten, der hat durch diese mathematische Formel geguckt, wer ist überhaupt Jesus Christus. Und dann im Umkehrschluss hat er zu dem biblischen Jesus gefunden, dem Sohn des lebendigen Gottes, der ein Wesen mit Gott dem Vater ist, der eine Essenz mit dem Wort mit dem Vater ist und der das Wort des Vaters ist. Der Vater hat durch sein Wort alles geschaffen. Jesus Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, denn Gott
ist Geist universell und Jesus ist das Ebenbild von ihm, der sichtbare Gott, und die ganze Fülle der Gottheit wohnt in ihm durch den Heiligen Geist verbunden mit dem Vater, und somit haben wir Gott den Vater, Gott den Sohn und den Heiligen Geist Gottes, ein Gott, ein Wesen, eine Essenz, drei Hypostasen. Durch die ganze Schrift lesen wir das. Du musst als Muslim dir das Alte Testament durchlesen, wenn du deine Seele retten möchtest. Wenn dir deine Seele nichts wert ist, dann sagst du Khalas, ich glaube an Isa ibn Shalatan wasallam, aber dieser Isa ibn Maryam gibt dir kein ewiges Leben. Isa gibt dir kein ewiges Leben, Mohammed gibt dir kein ewiges Leben und Allah gibt dir kein ewiges Leben. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat, und ich, Jesus Christus, werde ihn auferwecken am letzten Tag. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern einmal an meinen Vater, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht Gott, den Vater, der mich gesandt hat. Ja, das bedeutet, Jesus behauptet zu sagen, dass er Gott ist. Und wer den Sohn sieht, der sieht den Vater. Und wer den Sohn ehrt, der ehrt den Vater. Im Umkehrschluss, was ist damit zu bedeuten? Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Er ist der sichtbare Gott. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist die Essenz des Vaters. Er ist das Wort der Wahrheit und das Wort Gottes. Und durch das Wort ist alles geschaffen. Ohne das Wort ist auch nicht eines geschaffen, was geschaffen ist. Er war in seiner eigenen Welt. Er war in der Welt, Johannes 1,10. Und die Welt ist durch Jesus geschaffen worden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in seine eigenen Schöpfung, in sein Eigentum, und die Seinen, die Menschen, haben ihn nicht aufgenommen. Und im Umkehrschluss dann, das Wort wurde Fleisch. Das Wort Gottes, Gott selbst, wurde Mensch. Nicht ein Wanderprediger, kein Prophet. Gott selbst kam in seine Schöpfung. Jesaja 40, Vers 3, Johannes 1,27. Jesaja 43, 11, Lukas 2,11. Jesaja 43, 10, Johannes 8,24. Wenn du diese Verse nimmst, dann siehst du, Jesus ist der allmächtige Gott. Jesus ist der Schöpfer der Himmel und der Erde. Dann siehst du, vom Alten bis zum Neuen Testament, alles passt zusammen. Also, was kann ich dir sagen? Nimm Jesus als dein Herrn und dein Erlöser an, bevor es zu spät ist. Ich werde dir sagen, du wirst nach deinem Tod kein Mohammed sehen, du wirst kein Allah sehen, du wirst kein Krishna sehen, du wirst kein Buddha sehen, du wirst nicht schwarzen Black Screen sehen, du wirst nicht in eine Kuh verwandelt, du wirst auch keine Ameise sein oder irgendein anderes reinkarniertes irgendwelches Wesen. Du wirst vor deinem Schöpfer stehen. Und du wirst verurteilt werden oder freigesprochen. Und der Herr sagt selbst, wer an mich glaubt, der tretet vom Tod zum Leben hindurch. Wer an mich glaubt, wie die Schrift besagt, aus seinem Leib werden Quelle lebendiges Wasser fließen, die bis ins ewige Leben eingehen. Der Herr sagt auch, wer an mich glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht an mich glaubt, der ist schon gerichtet. Das bedeutet, mein lieber Muslim, auf dieser Dunya bist du in deinem Gericht. Du bist geistlich getrennt von Gott, dem Vater. Du bist geistlich tot. Du kannst nur verbunden werden durch Jesus Christus. Denn wer den Sohn hat, der hat den Vater. Wer den Sohn nicht hat, der hat den Vater nicht. Und wer nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Du hast nicht Gott, wenn du nicht an den Sohn Gottes glaubst. Du hast nicht den Vater, wenn du an den Sohn Gottes glaubst. Du hast es nicht. Du glaubst zwar, du glaubst an einen Gott, aber dein Gott ist der Teufel, wenn nicht dein Gott Jesus Christus ist. Wenn dein Gott nicht der Vater und der Sohn mit dem Heiligen Geist verbunden, Echad, eine Einheit ist, dann hast du keinen Gott. Dann wirst du getäuscht. Luzifer, der den ganzen Erdkreis täuscht, die listige Schlange. Darum sagt auch der Herr zu den Juden, die nicht an ihn geglaubt haben, ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater will, das wollt ihr tun. Er war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, und Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lügen. Weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht, sagt der Herr.
Darum, der Herr sagt, der Teufel ist ein Lügner. Und darum, 1. Johannesbrief, Kapitel 2, wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist und der Geist des Antichristen, der den Vater und den Sohn leugnet. Und das sind Milliarden Muslime, Milliarden Atheisten, Buddhisten, Hinduisten. Alle folgen sie dem Geist des Antichristen nach und alle sind im Gericht und alle sind geistlich tot von Gott, dem Vater, getrennt, weil sie nicht dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus glauben und weil sie nicht den Heiligen Geist Gottes in sich haben, weil sie der Lüge glauben und nicht der Wahrheit, weil das Wort des Kreuzes für sie eine Torheit ist und sie gehen in die Ewigkeit verloren, in die Feuersee, weil sie das Wort des Kreuzes nicht geglaubt haben. Für sie ist es irgendwas, für uns ist es Kraft und Errettung. Der Paulus sagt selbst, für uns ist es Kraft und Errettung, für jeden Menschen, der glaubt. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Entweder du bist freigesprochen durch den Sohn oder du bist verurteilt durch den Sohn. Da gibt es keine Hintertür. Du kannst nicht sagen, ich glaube an Allah, irgendeine andere abrahamitische Religion oder irgendein Quatsch. Am Ende, Jesus Christus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Und ich habe meine Hände in diesem Thema gewaschen. Ich bin versiegelt durch den Heiligen Geist. Ich kenne meinen Schöpfer. Ich brauche nicht irgendeinen Käseprediger, der mir durch den Geist des Antichristen irgendeinen fanatischen Mist erzählt, wenn ich meinen Vater selbst kenne. Amen. Danke für die ganzen Geschenke, der Herr Jesus segne euch. Warum nicht Moslem? Weil der Islam laut der Bibel in die ewige Hölle führt. Um es kurz zu fassen, unser Gott ist nicht euer Gott und unser Gott hat die Tora und das Injil herabgebracht. Der Gott der Bibel ist nicht euer Gott. Wir haben den Gott Abraham, Isaac und Jakob. Und Jesus sagt, er ist genau dieser Gott, der Gott Abraham, Isaac und Jakob. In Johannes 8,58 behauptet er das. Danke für die Geschenke, Gott segne. Ist die Bibel nicht verfälscht worden, wie Pierre Fort gesagt? Anil, nein. Ich lese dir mal ein Vers aus dem Alten Testament, ob die Bibel überhaupt verfälscht werden kann. Kann sie nicht. Kann nicht. Psalm 12 steht, die Bibel kann nicht verändert werden. Kannst du selber aufschlagen bei Davud, König David, Davud, Psalm 12. Kann die Bibel verändert werden? Nein. Und wenn du behauptest, die Bibel ist dennoch verändert, obwohl Gott spricht, es kann nicht, dann nennst du Gott einen Lügner. Und wenn du Gott einen Lügner nennst, dann dienst du demjenigen, der Gott rebelliert hat. Und das ist der Teufel. Im Psalm 12, 7 bis 9. Die Worte des Herrn sind reine Worte. In irdenem Tegel geschmolzenes Silber siebenmal geläutert. Du, o Herr, wirst deine Worte bewahren. Du wirst sie behüten vor diesem Geschlecht. Ewiglich wirst du deine Worte bewahren. Gott sagt im Alten Testament, die Worte des Herrn können nicht verändert werden. Sie können nicht verändert werden. Und sie sind auch nicht verändert. Vielleicht gibt es einige Übersetzungen, wo die Worte anders geschrieben sind. Aber im Großen und Ganzen ist das Injil, die Bibel, Gottes Wort seit über 3000 bis 4000, 5000 Jahre, das Alte und das Neue Testament, das ist die Wahrheit und dieses Buch ist die Wahrheit und dieses Buch
führt dich in dein ewiges Leben. Vertraust du nicht dieses Buch, ist dein Weg in die Feuersee. Es ist die Feuersee. Denn wer nicht den Sohn hat, der hat den Vater nicht. Also haben Gott, Jesus und der Heilige Geist quasi einen Körper. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Überzeugt mich. Das haben die Pharisäer auch gesagt. Überzeugt mich. Zeig uns doch ein Zeichen. Ein ehebrecherisch und sündhaftes Geschlecht wie euch wird kein Zeichen gegeben, wie nur das Zeichen von Jona. Denn wie Jona 3 Tage im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage tief unter die Erde sein und er wird dann auferstehen. Das ist das Zeichen. Das Zeichen ist die Auferstehung Jesu Christi. Das Zeichen ist die Werke, die er getan hat im Namen seines Vaters und unseres Vaters, die er getan hat. Und sie haben immer noch nicht geglaubt. Weißt du, was überhaupt die Definition vom Glaube ist? Geh doch mal auf Google und google mal die Definition, das Synonym des Glaubens. Glaube ist eine Hoffnung. Also eine Hoffnung. Eine Hoffnung auf das, was du nicht sehen kannst. Wie der Herr selber gesagt hat, wie Thomas gesagt hat. Guck mal, ich erzähle euch mal die Geschichte von Thomas. Wir machen wieder Storytime. Wenn mal dieser Blödsinn hier funktioniert und nicht hier herumtrollt. So, alles klar. Eine Story. Die Story geht in Johannes 19, fängt die Story an. Thomas, der nicht geglaubt hat. Wie die ganzen Atheisten, wie die ganzen Muslime, die nicht glauben, dass er gekreuzigt und auferstanden ist, obwohl wir so viele Beweise haben. Wir haben so viele, 63.000 Kreuzverweise über die Kreuzigung, 63.000, 3.000 Prophezeiungen, 2.000 erfüllte Prophezeiungen vom Alten Testament. Der Messias wird gekreuzigt werden. Sie werden den Messias durchbohren. Sie werden den Messias schlagen. Sie werden den Messias umbringen. Und am dritten Tag wird der Messias auferstehen. Der Messias wird mit einem Esel nach Jerusalem reisen. Der Messias wird durch eine Jungfrau geboren werden. Der Messias wird die Sünden vieler auf sich nehmen. Der Messias ist Gott. Steht im Alten Testament alles über den Messias. 340 Prophezeiungen. Der Messias ist kein einfach nur ein Prophet. Unter anderem, ja, das Wort Gottes, Gott selbst, der ewige Sohn Gottes, ein Prophet, ein Priester im Sinne Melchisedeks, alles zugleich. Der Schöpfer kam in seine Schöpfung. Das ist die Botschaft der Bibel. Du kannst so und so viel beten, es bringt dir nichts. Denn wenn du nicht den Sohn hast, du hast den Vater nicht. Du glaubst zwar, du hättest Gott, du hast Gott nicht. Denn wer nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. So Johannes 19. Jetzt wird es ganz interessant. Die Kreuzigung. Die lesen wir. Kapitel 20, tut mir leid. Ich suche auf jeden Fall hier. Jesus wurde gekreuzigt. Ne? Ich lese einfach alles komplett durch, damit die Muslime auch hören. Ich lese einfach ein Kapitel mal komplett durch. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm 2 andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Überschrift über, heftete sie an das Kreuz und es stand geschrieben, Jesus der Nazarener, der König der Juden. Diese Überschrift nun lasen viele Juden, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt und er war in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache geschrieben. Da sprachen die obersten Priester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als nun die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten 4 Teile für jeden Kriegsknecht. Auch eine Prophezeiung aus dem Alten Testament. Eine Teil und dazu Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht, von oben bis unten in einem Stück gewoben. Da sprachen sie zueinander, lasst uns das nicht zertrennen, sondern darum losen, wem es gehören soll. Damit die Schrift erfüllt würde, die spricht, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das losgeworfen. In den Psalmen steht das.
Dies nun taten die Kriegsknechte, es standen aber bei dem Kreuz Jesus seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn, da, und zu seiner Mutter, Frau, siehe deinen Sohn, daraufhin spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie den Jünger zu sich. Nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, sprach er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Er stand nun ein Gesäß voll Essig da, sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um seinen Siop und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte sein Haupt und übergab den Geist. Weil es Rüsttag war, an jenem Sabbat war, nämlich ein hoher Festtag, baten die Juden und Pilatus, damit sie den Leichnam nicht während des Sabbats am Kreuz blieben, dass ihnen die Beine zerschlagen und sie herabgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine, ebenso dem anderen, mit dem gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie Jesus nicht die Beine, sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hatte, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde, kein Knochen soll dem Messias zerbrochen werden. Und wiederum sagt eine andere Schrift, sie werden den ansehen, welchen sie durchstochen haben. Zacharia 12,10 im Alten Testament. Danach bat Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, jedoch heimlich aus Furcht vor den Juden, dem Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leib Jesus herab. Es kam aber auch Nikodemus, der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen nun den Leib Jesu und banden ihn samt den wohlriechenden Gewürzen in leidenen Tüchern, wie die Juden zu begraben pflegten. Es war aber ein Garten an dem Ort, wo Jesus gekreuzigt worden war, und im Garten ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. Dorthin nun legten sie Jesus wegen des Rüsttags der Juden, weil das Grab nahe war. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander und der andere Jünger lief voraus schneller als Petrus und kam zuerst zum Grab und er beugte sich hinein und sah die leinenen Tücher da liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihn folgte, und geht hin in das Grab hinein und sieht die Tücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einen besonderen Ort. Daraufhin ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstanden müsse. Nun gingen die Jünger wiederum hinein. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab. Und siehe, zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt und den anderen zu Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Und Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, er sei der Gärtner. Und spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sag es mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr, Maria. Da wendet sie sich zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündigt dem Jünger, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen hatte. Also
ich werde emotional, weil das der Heilige Geist ist. Und ihr glaubt nicht, was hier steht. Ihr nehmt das nicht an. Ihr schmeißt eure Seelen weg. Der Heilige Geist in mir wird betrübt, wenn er das liest, weil der Heilige Geist in Christus das gelebt hat, was hier steht. Und ihr nehmt es nicht an. Schämt euch. Schämt euch, dass ihr eines Tages vor dem Heiligen Gott steht und ihr Jesus Christus nicht angenommen habt, was er für euch am Kreuz gemacht hat. Wie kann man diesen schönen Wort, also es ist unglaublich, wie der Geist des Antichristen in einen Menschen wirken kann, dass er diese Worte nicht in Wahrheit findet. Geh aber zu meinen Brüdern und sage, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündigt es den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen hat. Als es nun an jenem Tag, dem ersten Tag der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sie sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor dem Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das sagte, zeigte er ihnen seine Hände und seine durchbohrte Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, haucht er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, einer von den 12 Apostel, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen. Und jetzt kommt die Geschichte von Thomas. Da sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meinen Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es nie glauben. Wie die Muslime nicht glauben können und alle anderen antichristlichen Geister. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und siehe meine durchbohrte Hand. Und reiche deine Hand her und lege sie in meiner Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die Menschen, die mich nicht sehen können, aber glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben das ewige Leben in seinem Namen habt. Halleluja. Wer diesen Worten nicht glaubt, der glaubt Gott den Vater nicht, denn der Vater hat durch den Sohn gesprochen. Der richtet sich selbst. Der richtet sich selbst in die Hölle, weil er nicht geglaubt hat, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das ist ja unglaublich. Ich sage, möge der Vater und der Sohn durch die Kraft des Heiligen Geistes alle diese Menschen retten und segnen. Das war Johannes Evangelium. Leute, das sind die Worte Gottes. Der Heilige Geist würde in mir nicht anfangen zu weinen und zu fühlen, wenn es nicht die Worte Gottes wären. Im Koran habe ich nicht geweint, quasi, wenn ich es gelesen habe. Wenn ich die Bibel lese, kommen mir die Tränen. Der Heilige Geist liest die Worte, die schon ausgesprochen waren durch Christus. Und ich schäme mich nicht, dass ich weine. Mein Herr und mein Gott hat geweint. Jesus hat geweint. Warum soll ich mich schämen? Ich schäme mich nicht. Wenn mein Gott in Menschengestalt weint, dann weine ich gerne sogar 100-mal. Ich hatte Gänsehaut, während du gelesen hast, und das sind Zeichen, dass die Wahrheit gesprochen hast. Amen. Bist du katholisch? Nein, ich bin nicht katholisch.
Manchmal muss ich aufweinen durch diverse. Ja. Hey, mich würde das Thema Geburtstag bei dir interessieren. Laut Bibel hat Jesus nie Geburtstag gefeiert. Ja, weil Geburtstag auch ein heidnisches Fest ist, ne? Sondern ich bin seit ungefähr 6 Jahren Christ. Ich war davor 18 Jahre Muslim. Jetzt bin ich ein Kind Gottes, auch ein Prediger, ein Evangelist für den Herrn. Ich habe bis jetzt immer eine Freikirche besucht, aber studiere auch nebenbei die apostolische Kirche, quasi auch den Katholizismus und auch die Ostkirche, die orthodoxe Kirche. Und ich bin ein Freund der Wahrheit und ich bin kein Freund der Lüge. Wenn der Geist Gottes mich dazu leitet, in einer von diesen Konfessionen, dann bin ich der Erste, der euch sagt, Leute, ich bin so und so. Aber so lange kann ich meine Meinung nicht geben. Ne? Und wer was gegen Katholiken oder Orthodoxen sagt, der sagt was gegen Christus. Denn am Anfang war die apostolische Kirche gegründet, in Pentekost zu Pfingsten, in Apostelgeschichte 2. So. Wer ein Problem gegen die apostolische Kirche hat, der hat ein Problem mit Christus. Generell, wenn jemand ein Problem mit einem anderen Christen hat, dann hat er ein persönliches Problem mit dem Heiligen Geist. Wie stellt Gott sicher, dass jeder Mensch die Chance kriegt? Das kann ich nicht beantworten. Ich bin nicht Gott. Gott arbeitet individuell in Menschen. Gott hat zum Beispiel durch den Heiligen Geist in mir gewirkt und sich mir offenbart. Gott arbeitet durch prophetische Träume bei den Muslimen in Saudi-Arabien, in Iran, Irak, Syrien, Palästin, Jemen und so weiter. Durch prophetische Träume, durch Visionen, prophetische Visionen, Nahtoderfahrungen und solche Sachen. Gott arbeitet durch die Bibel, durch andere Menschen wirkt Gott. Gott wirkt individuell. Was ist der Unterschied zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist? Der Unterschied ist, dass sie in der Person unterschieden sind. Quasi der Vater, der Quelle alles Lebens, aus dem Vater gezeugt, seit Ewigkeiten, vor dem Ursprungen, vor etwas, der ewige Sohn Gottes quasi, der keinen Anfang und kein Ende hat. Und der Heilige Geist, der vom Vater ausgeht und in dem Sohn auch ruht, ein Gott, ein Wesen, eine Essenz. Das ist der dreieine wahre Gott aus dem Alten und dem Neuen Testament. Und an den glaube ich, weil er sich so durch die Schrift offenbart hat. Was der Unterschied ist, im Wesen und in der Essenz gibt es keinen Unterschied. Im Willen gibt es einen Unterschied, weil der Sohn hat seinen Willen und der Vater hat seinen Willen, aber der Sohn tut nicht seinen Willen, sondern er tut den Willen des Vaters. Wie der Herr sagt, nicht mein Wille soll geschehen, sondern der Wille meines Vaters. So. Genau, so ungefähr. Warum bist du zum Christen konvertiert? Weil der Vater mich für das ewige Leben auserwählt hat. Niemand kann zu mir kommen, spricht der Herr, es sei denn, es ist vom Vater gegeben worden. Der Herr sagt auch, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn zu mir und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Aus welchem Land kommst du? Ich bin geboren in Syrien, ich bin Kurde, aufgewachsen in Österreich, 18 Jahre Muslim, sunnitischer Muslim. Seit 6 Jahren bin ich Kind Gottes und bin Christ. Krass, to be honest, höre das von einem Christen zum ersten Mal, sowas, no joke. Ja, so ist das, genau wie ich das gesagt habe. Also Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, er ist der sichtbare Gott, er hat Fleisch hinzugefügt, manifestiert, dennoch hat er seine Gottheit quasi bei sich behalten. Dann darum hat er auch seinen Willen und seine menschliche Natur, redet auch, der Vater ist größer als ihn. In der Quelle, okay, in der Gottheit ist er eins mit dem Vater. Und darum Johannes 4,24, Gott ist Geist
Und Gott ist unsichtbar und Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der wahrhaftige Gott. Märchen, sagst du, das sind keine Märchen. Das ist die Wahrheit. Und jeder, der aus der Wahrheit ist, der folgt dieser Lehre nach. Johannes 18 sagt der Herr selbst, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, der Wahrheit Zeugnis zu geben. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme und folgt mir nach. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wer nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Es ist dir überlassen. Ne? Wenn du behauptest, an einen Gott zu glauben, der Himmel und Erde geschaffen hat, aber glaubst nicht an den Sohn Gottes, you got a problem, my friend. Dann kennst du den wahrhaftigen Gott nicht. Wie der Herr selbst gesagt hat, dass sie den Teufel zum Vater haben, wenn sie nicht glauben, dass ich es bin. Ne? In Johannes 8, 24, in Johannes 8, 44 und in Johannes 8, 58. Niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn nicht der Geist Gottes es aus ihm bekennt. Warst du früher ein Muslim? Ja, ich war 18 Jahre sunnitischer Muslim. Ich war, aber ich sage die Wahrheit, ich bin kein Freund der Lüge. Ich war nicht ein radikaler Muslim, der auch alles ausgelebt hat. Ich habe in der Welt gelebt, war dann auf dem Weg, in dem sunnitischen muslimischen Glauben quasi hinein zu praktizieren und das alles auszuleben. Und bevor das passiert ist, auf jeden Fall hatte ich Depressionen, hatte Suizidgedanken. Und in meinen schlimmsten Phasen meines Lebens, als ich diese Depressionen, diese Suizidgedanken hatte, hat Allah mir nicht geholfen. Er hat noch nie zu mir gesprochen. Und dann habe ich einmal in mein Leben, einmal im Namen Jesus Christus von Herzen gebetet. Wenn Jesus Gott ist, wenn er real ist, wenn er die Wahrheit ist, ich möchte es wissen. Ich habe zu ihm gebetet im Namen Jesus und er hat sich mir offenbart. Jesus hat sich mir offenbart. Wo war denn Allah 18 Jahre lang? Ich habe einmal in Jesus Namen gebeten und er hat sich mir offenbart durch den Heiligen Geist. Der Herr sagt in Jeremia, wer mich von ganzem Herzen sucht, der wird mich finden. Und ich habe mit meinem Herzen Gott gesucht und ich habe Gott nur in Jesus Christus gefunden. Er sagt ja selbst, ich bin der einzige Weg zum Vater. Kannst du die ganze Bibel auswendig oder halt mehr als die Hälfte eher? Ich kann die Bibel nicht auswendig. Ich kenne viele Bibelstellen auswendig. Durch den Geist Gottes, alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, habe ich die Gabe dafür bekommen. Aber auf jeden Fall nein. Ich wäre ein Lügner. So. Wenn ich sagen würde, ich kenne die Bibel auswendig. Niemand kennt die Bibel auswendig. Du kannst die Bibel nicht so rezitieren, einfach so, weil sie umfasst auf jeden Fall allein im Alten Testament 40 verschiedene Männer, verschiedene Kontinente und so viele Bücher und so viele Aussagen von Menschen. Unmöglich. Jesus befreit. Amen. Und ich bin, seitdem ich Christ bin, frei von allen Ketten der Sünden. Zwar habe ich Struggles in ein paar Sachen noch, aber im Großen und Ganzen bin ich eine neue Schöpfung, wie die Bibel sagt, ein neuer Mensch. Ich habe neue Gelüste nach dem Wort Gottes quasi und nicht nach meinen fleischlichen Gelüsten, wie auf jeden Fall, wenn man in Sünde wandelt oder damals in Sünde gelebt hat. Dementsprechend auf jeden Fall, was die Bibel sagt, ist Wahrheit. Ihr seid eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu. So. Und so ist es genau bei mir. Du bist großartig, ich bin stolz auf dich. Gott segne euch. Altes und Neues Testament. Wir leben auf jeden Fall durch den neuen Bund mit Christi sein Geboten im neuen Bund, klar. Dennoch ist das Alte Testament nicht einfach quasi jetzt da, damit wir es nicht lesen, sondern wir sollen auch das Alte Testament lesen, verstehen. Und wenn man das Alte Testament liest, dann erkennt man auch Jesus Christus näher. Denn Jesus sagt, Moses hat von mir geschrieben, in den Psalmen ist von mir geschrieben, Jesaja, Daniel, sie haben von Jesus geschrieben. Warst du gläubig? Ja. Jesus ist kein Gott, er ist ein Prophet. Das ist die Lüge, die du glaubst und die dir eingetrichtert worden ist als Muslim. Jesus sagt nicht, ich bin ein Prophet. Soll ich dir mal was zeigen, was Jesus überhaupt gesagt hat? Ich zeige dir das mal. Weil woher nimmst du dir die Aussage, Jesus ist nur ein Prophet? Du nimmst sie aus dem Koran. Aha, was ist aber der Urtext? Was ist die Quelle? Das Injil, das Alte Testament. Was steht im Psalm 45, 7 bis, im Psalm 45, 7 bis 9, denke ich. Ja, es war Psalm 45, 7 bis 9, spricht der Vater zum Sohn Gott, wie in Hebräer 1, 8.
Dein Thron, oh Gott, wert von Ewigkeit zu Ewigkeit, das Zepter des Rechts, das Zepter des Rechts, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst, darum hat dich, oh Gott, dein Gott, gesalbt. Also, oh Gott, oh Sohn, dein Gott, Vater, gesalbt. Der Vater spricht zum Sohn, dass er Gott ist. Wir glauben an einen Gott, ein Wesen, eine Essenz, und Jesus ist das Wort Gottes des Vaters. Er ist das Sichtbare, weil Gott Geist ist. Gott ist Geist, und die ihn anbeten müssen, ihn im Geist und Wahrheit anbeten. Darum ist auch Jesus nicht der Unsichtbare, sondern er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist der Sichtbare, der ins Fleisch hinein manifestiert worden ist, und er war in seiner eigenen Welt. Der Schöpfer kam in seine eigenen Schöpfung. Wenn du im Alten, ich habe es vorhin schon gesagt, wenn du im Alten Testament guckst, dann ist Jesus nicht als Prophet prophezeit worden. Unter anderem schon, weil Jesus hat Prophezeiungen gesprochen. Das macht einen Propheten aus. Aber Jesus sagt von sich aus, dass er die Welt geschaffen hat. Das sagt er. Durch den Heiligen Geist, in den ganzen Aposteln, in den ganzen Briefen, im ganzen Alten Testament. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf viele Weise zu den Vätern gesprochen hat, durch die Propheten, hat Gott in den letzten Tagen zu uns gesprochen durch seinen Sohn. Er hat den Sohn eingesetzt zum Erben von allem. Durch seinen Sohn hat er auch die Welten geschaffen. Oder im Altgriechischen die Ionen, die Ewigkeiten zu Ewigkeiten hat er geschaffen. Das bedeutet, alles Sichtbare und Unsichtbare ist durch den Sohn geschaffen, wie auch in Johannes 1,1 bis 1,3. Im Anfang war das Wort Jesus, das Wort war bei Gott, dem Vater, und das Wort war Gott selbst. Eine Essenz mit dem Vater, ein Wesen mit dem Vater, unterschieden in Person. Das Wort und Gott. Das Wort ist Gott, ein Wesen, eine Essenz. Alles ist durch das Wort entstanden, durch Jesus, und ohne das Wort Jesus ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und dann in Vers 10, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geschaffen worden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, in seine eigene Schöpfung, doch die Seinen, die Menschen, haben ihn nicht aufgenommen. Alle aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, seine Kinder zu werden. Kinder Gottes, Söhne Gottes, Töchter Gottes, durch den Glauben an den Sohn Gottes. In der geistlichen Welt wird dein rebellischer, dein antichristlicher Geist, der nicht geglaubt hat an den Sohn Gottes, entnommen, und Gott platziert seinen Heiligen Geist in dir, wenn du glaubst, dass Jesus der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes ist, wie Petrus es gesagt hat. Du wirst eine neue Schöpfung durch den Heiligen Geist. Aber wie wollt ihr den Geist der Wahrheit, den Geist der Gerechtigkeit, den Geist der Erkenntnis, wie wollt ihr den Heiligen Geist Gottes empfangen, wenn ihr nicht an seinen Sohn glaubt? Wenn ihr den Sohn nicht glaubt, glaubt ihr dem Vater nicht. Und dann empfangt ihr auch den Heiligen Geist nicht. Könnt ihr nicht. Solange ihr nicht an den Sohn Gottes glaubt, werdet ihr weiterhin im antichristlichen Geist rebellisch gegenüber eurem Schöpfer sein, und ihr dient dem Fürsten, dem Teufel, das ist euer Vater, wenn nicht der Sohn Gottes. Der Herr sagt selbst zu den Juden, die nicht an ihn geglaubt haben, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Was bedeutet ich bin? 2. Mose, 3. 2. Buch Mose, glaube ich, war das, 3,16, genau. Moses sagt zu den Israeliten, ich bin, hat dich gesandt. Also Gott nennt sich Jahwe, J-H-W-H, ich bin. Und Jesus sagt, bevor Abraham war, bin ich. Er verwendet den Namen Gottes. Also er behauptet zu sagen, ich bin der allmächtige Gott. Und darum wollten auch die Juden Jesus kreuzigen, weil er, der ein Mensch ist, sich selbst zu Gott gemacht hat. Niemand in der Weltgeschichte hat jemals behauptet, wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an meinen Vater, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den Vater, der mich gesandt hat. Solche Worte können nur von einer Person kommen, die auch das beweist, dass er überhaupt es ist. Wie hat er es bewiesen? Der Sohn des Menschen hat die Vollmacht auf Erden, die Sünden der Menschen zu vergeben, sagte Herr Jesus. Er hat Sünden vergeben. Der Sohn des Menschen hat die Vollmacht, Tote aufzuerwecken, Kranke zu heilen, Blinden die Augen zu öffnen, die Gelähmten die Beine wieder quasi gesund zu machen. Und die Pharisäer sind zu Jesus gekommen, die Juden, die nicht an ihn geglaubt haben, haben gesagt, wenn du der Sohn Gottes bist, dann sage es uns frei heraus. Dann sagt Jesus, ich habe es euch gesagt, dass ich es bin.
Die Werke, die ich tue, im Namen meines Vaters, die geben Zeugnis von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Wie auch das Gleiche würde Jesus zu den Muslimen sagen, ihr seid nicht von meinen Schafen, ihr seid nicht meine Kinder, denn meine Schafe, meine Kinder, die hören meine Stimme und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, sagt der Herr Jesus, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der die Kinder mir gegeben hat, wir Kinder Gottes, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und Gott, der Vater, sind eins. Schon wieder behauptet er, eins mit Gott, dem Vater, zu sein. Darum sagt auch der Herr, dass alle, die nicht an den Sohn Gottes glauben und sterben, in ihren Sünden sterben und für alle Ewigkeiten verloren gehen. Und dann in Vers 44 oder in 43, in Johannes 8, 43, sagen sie zum Beispiel, wir haben Gott zum Vater. Dann sagt Jesus, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott, dem Vater, ausgegangen und gekommen. Und dann sagt er, nein, ihr habt nicht Gott zum Vater, ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und er steht nicht in der Wahrheit und Wahrheit ist nicht in ihm gefunden worden. Wenn er die Lüge redet, redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater lügt. Und dann sagt der Herr, weil aber ich die Wahrheit sage, darum glaubt ihr mir nicht. Wer aus Gott geboren ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Jeder, der aus Gott ist und hört und versteht und glaubt und bekennt, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist, dass er wahrhaftig gekreuzigt ist und wahrhaftig am dritten Tag auferstanden ist, wenn er das glaubt und mit dem Mund bekennt und im Herzen glaubt, da spricht Gottes Geist aus ihm und dieser Mensch ist aus Gott geboren. Der Geist des Antichristen kann nicht den Sohn Gottes bekennen, kann nicht die Kreuzigung bekennen, kann nicht die Auferstehung bekennen, kann nicht Gott im Fleisch bekennen. Und das sind besonders die Muslime heutzutage, die diesen antichristlichen Geist leider, leider getäuscht bekommen haben und glauben. Sie glauben der Lüge mehr als der Wahrheit. Sie glauben dem Teufel, der ein Lügner ist von Anfang an, mehr als Gott, der die Wahrheit ist. Denn der Herr sagt, ich bin der Weg, und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich wiederhole nochmal, kein Mohammed, kein Allah, kein Krishna, kein Shiva kann dich retten. Kein Charles Darwin Affentheorie, nichts. Wie die Apostel gepredigt haben, es ist kein Name unter dem Himmel gegeben, in dem wir gerettet werden sollen, nur der Name Jesus Christus. Gibt's nicht. Gibt keinen anderen Weg zu Gott, dem Vater. Gäbe es einen anderen Weg zu Gott, dem Vater, so würde ich sagen, okay, Khalas, Tamam. Es gibt einen anderen. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen Weg für dich zum Vater als nur durch den Sohn. Gibt keinen anderen Weg. Gibt keinen. Wie im Alten Testament. Wer mich, Altes Testament, nicht Neues, Altes Testament spricht der Sohn Gottes im Alten Testament. Wer mich findet, findet das Leben und erlangt Wohlgefallen von dem Herrn. Wer mich verfehlt, tut seiner Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen und nicht annehmen, lieben den Tod. Da spricht der Herr Jesus Christus im Alten Testament nach dem Psalmen in Sprüche 8. Der gleiche Vers wie in Johannes 14, 6. Wer mich findet, findet das Leben. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Die gleichen Worte. Oder ein Teil davon. Wer mich findet, findet das Leben. Ich bin das Leben und der Weg und die Wahrheit. Und dazu als Muslim, nachdem ich das alles dir gegeben habe gerade. Also wenn ich noch ein Muslim bin und mir selber zuhören würde, ich würde heute den Islam verlassen. Nach dem, was ich alles gesagt habe, es gibt immer noch antichristlichen Geister, die würden sagen, ja, ich will, ich will. Weißt du, die geben irgendwas von sich, obwohl ich ihnen die ganze Wahrheit gerade gesagt habe und immer noch streiten sie es ab. Um Gottes Willen, sei kein Dummkopf, sei kein Narr. Sei einer, wie der Herr gesagt hat, wer meine Worte hört und sie annimmt, der ist ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigen Boden baute. Als der Sturm kam und die Fluten wüten und an das Haus gingen, dann ist das Haus nicht untergegangen, sondern es war auf felsigen Boden gegründet. Wer meine Worte hört, aber nicht annimmt, der ist einer, der sein Haus auf Sand baute, aber als der Sturm kam und die Fluten wüten auf das Haus, so ist es auseinandergeworfen worden und es kann nicht bestehen.
Aber jetzt kommt's. Warum können die meisten nicht glauben, nachdem man eine Predigt gemacht hat? Warum? Der Herr sagt, nachdem der Mensch die Wahrheit hört, kommt der Satan, nimmt das Wort, das in ihnen gesät worden ist, reißt es raus, damit sie weiterhin nicht glauben. Wer aber mein Wort hört, es annimmt und danach lebt, der wird Frucht bringen. Der eine 30-fältig, der andere 60-fältig, der andere 100-fältig. Und dazu als Muslim, ich schließe es ab mit Matthäus 16, es gibt keinen eindeutigen Vers bzw. Verse, dass Jesus Gott ist und nicht nur ein Prophet. Der beste Vers für die Muslime ist Matthäus 16. Es gibt keinen anderen besseren Vers dafür. Gehen wir mal auf Matthäus 16, extra für die Muslime. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen, fragte Herr Jesus. Wer bin ich denn? Sie sprachen, etliche halten dich für Johannes den Täufer, andere aber für Elia, andere für Jeremia oder einer der Propheten. Jesus hätte jetzt sagen können, Chalas, Tamam, okay, ich bin ein Prophet. Hätte er sagen können, wenn er nur ein Prophet wäre. Was antwortet Jesus? Da spricht er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann antwortet Jesus und sprach zu ihm, Halleluja, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, dass ich es bin, sondern mein Vater im Himmel hat dir es offenbart, dass ich es bin. Darum sagt auch der Herr, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, es ist vom Vater gegeben worden. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn zu mir und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Jesus hätte sagen können, ich bin ein Prophet. Jesus hätte sagen können, ich wäre Jeremia, Elia, Johannes der Täufer. Glückselig bist du, dass du sagst, ich bin der Sohn Gottes, weil ich es bin. Er ist es. Er ist der Sohn Gottes. Er ist Gott manifestiert im Fleisch. Ich hoffe auf jeden Fall, ein paar Muslime haben das gehört, damit sie gerettet werden. Amen. So Leute, es wird schon spät. Ich bin auch nur ein Mensch, ein Mitknecht des Christus. Ich werde noch ein paar Fragen beantworten und dann werde ich auf jeden Fall langsam offline gehen. Was sagst du zur katholischen Lehre des Fegefeuers? Das wäre auf jeden Fall etwas, das ich niemals glauben würde, aus so vielen Gründen, weil Jesus am Kreuz schon alles bezahlt hat. Warum brauche ich einen Ort nach meinem Tod, um weiterhin meine Sünden zu büßen, wenn Jesus am Kreuz nicht? Ich kann mit dieser Lehre nichts anfangen und es ist auch eine unbiblische Lehre für mich, auf jeden Fall. Wie bist du zu Jesus gekommen? Ich habe es vorhin schon erzählt, meine Liebe. Das nächste Mal kann ich es auch erzählen. Wieder sagt, man darf keine Kreuzkette tragen. Schwachsinn. Was sagst du zu den Zeugen Jehovas? Irre Lehrer, falsche Lehrer. Hütet euch vor den falschen Propheten, die zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Es sind Wölfe im Schafpelz. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Aaron, was denkst du über Kopftuch tragen bei Frauen während Gebeten? Ja, sollst du. Auf jeden Fall, laut der Bibel. Was meinst du mit Früchten? Taten, Werke, an ihren Werken, an ihren Taten, an ihrem Leben widerspiegeln sie sich.
Weil wenn jemand behauptet, ein Nachfolger des Christus zu sein, ne, aber an seinen Früchten erkennst du aber, dass er es nicht ist, so. Weißt du, was ich meine? Dann müssen wir uns alle an die Schulter nehmen und uns fragen, leben wir eigentlich so, ob wir es Gott gefällt? So. Jeder von uns muss sich das manchmal denken. Jemand erzählt es, seit falschen Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes zu taufen. Ja, jemand hat das erzählt. Was sagt das Wort Gottes? Jesus gibt den Befehl dafür, so es zu tun. Also glaubst du jemanden oder glaubst du dem Schöpfer, der selbst gesprochen hat? Ja, aus einer Familie, das ich woran die glauben. Sunnitische, muslimische Familie. Ich bin der einzige Christ, der einzige gerettet. Hoffe und bete, dass sie auch gerettet werden. Kommen deine weißen Haare wegen der Weisheit, die du erlangt hast? Weißen Haare? Ich habe schon viele, ne? Also Weisheit, alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, der durch den Geist Gottes uns alle individuell Fähigkeiten und Gaben gibt, auf jeden Fall. Natürlich Weisheit, ja, aber auch viel mit Stress, viel Trauma in der Vergangenheit, viel durchgemacht, viel, viel durchgemacht. Ja. Bin 24 Jahre alt. Die letzten 10 Jahre waren nicht einfach. Aran, du bist immer genervt. Ich bin nicht genervt. Das ist nur meine Art. Also, ich komme nicht von einem Wunschparadies Vergangenheit. Ist Maria in der Bibel heilig? Ja, Maria ist heilig. Lachen steht dir viel besser, Habibi. Ja, ich sollte mehr lachen, ich weiß. Ihr könnt ja mehr öfters in den Kommentaren schreiben, Alan, lach mal. Dann vielleicht lache ich dann. Gott segne, Alan. Hi, Lavin, Gott segne. Kommst jetzt wieder öfters live? So der Herr möchte auf jeden Fall. So Gott will. Ich wurde zu Christ, ich wollte Christ werden. Jamal, Gottes Segen, Jamal. Ich war auch 18 Jahre Muslim und jetzt bin ich ein Kind Gottes. Neue Frisur? Nee, ich habe, wie bei GTA, Frisur, ich habe verlängert. War nur Spaß, natürlich. Neue Frisur. Schöner Schnitt. Danke, Helin. Ich kann nicht den Unterschied zwischen katholisch, evangelisch und so weiter erklären. Das kann dir ein Priester machen und das kann dir auf jeden Fall YouTube erklären, indem du dich mehr mit dem Thema auseinandersetzt. Das kann ich dir jetzt nicht. Wie geht's deinen Tauben? Meinst du die Tauben von der Brücke? Ich weiß nicht, wie es denen geht. Die sind immer unzählige dort. Vielleicht gehe ich die mal füttern. Hast du einen gläubigen Muslim der Eltern? Ja, wie gesagt, jetzt Kind Gottes. Wie lange bist du noch live? Ich bin noch bis 30. Machen wir bis 30. Noch 12 Minuten bin ich live. Kann ich für dich beten? Ja. Du kannst, ihr könnt gerne für mich beten, auf jeden Fall, dass ich weiter im Geist wandle, dass ich auf jeden Fall keine allzu hohen Angriffe bekomme, weil ich als Evangelist, der gegen das satanische Königreich arbeitet und durch die Kraft des Heiligen Geistes predigt, ich werde öfters angegriffen, wie auch andere Geschwister, individuell. So, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Geister in den himmlischen Regionen, die uns vernichten wollen. Denn der Satan ist wie ein brüllender Löwe und versucht, wen er verschlingen kann. Dementsprechend, wenn du keine Ahnung hast von dem Kriegszustand, in dem wir leben in keiner Halligalli-Zirkus-Welt. Wir leben in einer Welt von gefallenen Engeln, die unsichtbar auf dieser Erde individuell
von Mensch zu Mensch agieren und arbeiten und gegen uns auf jeden Fall uns fertig machen wollen. Die wollen uns fertig machen. Die wollen dich depressiv machen, die wollen dich suizidgefährdet machen, die wollen dein Leben stehlen. Der Teufel, der Dieb kommt, um zu lügen, zu verderben und zu töten. Wir sind in einem Kriegszustand. Wir sind nicht. Quasi. Ich kann auch Sprache von Jesus sprechen. Meinst du Aramäisch? Alan, wie läuft die Taufe ab? Ist alles in einer Taufe? Wollte mich taufen lassen. Helen, schreib mir auf Instagram. Alan, Seelengewinner. Ich schreib mal meinen Insta-Namen rein. Anscheinend habe ich ja nicht mehr diese Moderatoren, die mich unterstützen. Falls du Moderator sein möchtest und aktiv in mein Live bist, viele behaupten, aktiv zu sein. An ihren Früchten erkennt man, ob sie überhaupt aktiv sind. Dementsprechend schreib mir Instagram, ich möchte Moderator werden. Ich schmeiß meine alten Moderatoren, glaube ich, irgendwann einmal raus. Ich habe die Schnauze voll. So, ich schreibe mal meinen Namen hier rein. Ich hab TikTok vermisst, ich muss ehrlich sagen. Es tut gut auf jeden Fall, über den Glauben zu sprechen. Ich werde auf jeden Fall öfters live kommen, so der Herr auch möchte. Ihr könnt auf jeden Fall dafür beten, dass ich weiter im Geist wandle und dass der Herr mich beschützt. Insta. So. Leute, folgt mir auf Instagram. Ich küsse euer wunderschönes, gläubiges Herz. Macht das Plus hier auch weg, damit ihr nichts verpasst. Morgen auf jeden Fall wird ein schöner Tag. Generell, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber bei uns in Österreich, wir haben, glaube ich, die nächsten zwei Wochen Sonne. Wir haben schönes Wetter zwischen 25 bis 27 Grad. Geht raus, geht spazieren, guckt euch die Schöpfung an, geht etwas trinken. Am besten kein Alkohol, sondern Tonic Water mit Zitrone schmeckt gut. Die Realgies wissen auch Bescheid. Ernährt euch gesund, trinkt viel Wasser, betet jeden Tag. Wenn du besonders viel angegriffen wirst zum Thema Lust, Pornografie, Masturbation, Unzucht, Lügen, Schwören, Ungehorsamkeit der Eltern, Zorn, Hass, Stehlen, solche Sachen. Bete viel, mach auf jeden Fall immer so, jede zwei Stunden, du betest das Vater Unser, du bist dankbar, du betest aus dem Herzen heraus. Ernährt euch gesund, macht Sport, geht raus, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, sagt der Herr. So, lebt dein Leben, aber lebe es auf jeden Fall gottesfürchtig. Hab gerade Schokolade gegessen. Also, Coach Alan würde sagen, nicht gut. Iss lieber eine Banane oder ein Apfel. Aber ich urteile dich nicht. Du hast dein Leben in deiner Hand. Kommt zum Herrn Jesus Christus. Der Herr sagt, mein Joch ist sanft. Ich möchte eure Sorgen nehmen. Der Herr sagt, Frieden möchte ich euch geben. Er möchte dir Frieden geben. Sein Joch ist sanft. Er ist von Herzen demütig, sagt er. Kommt zum Herrn Jesus Christus. Bete zum Vater in Jesus Namen. Bevor du heute schlafen gehst, geh beten. Lies 3 Kapitel, 10 Minuten. Was schadet's dir? 15 Minuten kannst du Instagram gehen, du kannst eine Stunde überall auf Social Media sein, du kannst 5 Stunden auf dein Handy sein, aber wir haben keine 2 Stunden am Tag oder eine Stunde für Gott. Wir müssen uns schämen. Shame on us, wenn wir sagen, wir hätten keine Zeit für Gott. Wirklich, shame on me, shame on jeden von uns, wer sowas behauptet. Gott hat uns 24 Stunden gegeben und wir haben keine Zeit für Gott. Lüge. Wir müssen unseren Glauben ernst nehmen in dieser Endzeit. Wir müssen den Geist wandeln. Besonders jetzt, ich sag's euch, ihr werdet es in Zukunft sehen. Die nächsten Jahre werden keine schönen Jahre. Ich möchte keine falsche Prophetie geben, aber ich bin überzeugt, dass wir Richtung Antichrist gehen.
wir gehen Richtung Drangsal, wir gehen Richtung Trübsal, wir gehen Richtung 7 Jahre der Endzeit. Ihr werdet sehen. Und auch wenn ich falsch liege, was hat's überhaupt quasi für einen Nachteil, wenn ich sage, liest mehr eure Bibel, bekennt einander eure Sünden. Wenn du jemanden nicht vergeben hast, vergib. Wenn du den Menschen nicht vergibst, wird Gott dir nicht vergeben. Gott wird dir nicht vergeben, wenn du andere Menschen noch nicht vergeben hast. Die nächsten Jahre, ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen, was passiert mit dieser Erde. Ihr werdet sehen, was passiert auf dieser Erde. Es werden heftige Jahre kommen. Also sollten wir auf jeden Fall so leben, wie die Apostel gelebt haben. Weißt du, Paulus ist von Ort zu Ort herumgelaufen, hat gepredigt, hat geschweißelt, ist im Gefängnis, war die Hälfte seines Lebens, glaube ich, die ganze Zeit sogar im Gefängnis und hat vom Reich Gottes gesprochen und verkündigt. Warum? Weil Paulus so gelebt hat, als würde Christus morgen kommen. Der hatte immer 1. Thessalonicher Kapitel 4 in seinem Kopf und hat gesagt, Alter, wenn jetzt die Posaune kommt, dann ist Ende im Gelände. Aber jetzt sind wir nicht mehr vor 2000 Jahren, jetzt sind wir in den Wehen. Jetzt sind wir fast nicht mehr in den Wehen, wir sind fast bei der Geburt. Wir waren in den Wehen schon so lange. Ich glaube, langsam kommt die Geburt. Und wenn die Geburt kommt, wer symbolisch versteht, ja, dann Gnade mit euch allen und auch an diejenigen, die nicht glauben werden, weil die werden es am schlimmsten haben. Ich denke auf jeden Fall, es ist bereits der Punkt gekommen, wo man schon sagen kann, Alter, man redet schon von 7 Jahre Friedensvertrag, Israel, Saudi-Arabien, USA, man sieht Ukraine, Russland, man sieht China, Taiwan, man sieht Königreich gegen Königreich, man sieht Prophezeiung von Prophezeiung. Also für mich auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe ein ungutes Gefühl, auf jeden Fall, dass bald auf jeden Fall irgendwie Sachen kommen. Ich denke nicht, Helena. Von wo holst du die 30 Jahre? Selbst wenn du auf Zahlen eingehen würdest, ich gehe nicht auf Zahlen ein. Jeder glaubt keine Zahlen auf TikTok. Wenn jemand sagt, September 2023 oder wenn jemand sagt, 2024 fängt die Tribulation an mit den 7 Jahren, glaubt so ein Schwachsinn nicht. Ich sag nur, seid wachsam, damit der Hausherr nicht zu einer Stunde kommt, wo es ihr nicht erwartet, wie der Herr sagt. Seid wachsam und hütet euch vor der Stunde. Aber ich sage keine Zahlen. Aber wenn man auch auf Zahlen eingehen würde, dann ist die biblische Prophetie laut Zahlen, die die meisten ausrechnen, zwischen 2030 und 2033 Ende im Gelände. Aber du sollst nicht auf Zahlen gehen, weil viele haben geredet auf 2012. Viele haben Müll geredet. Am Ende wissen wir nur, der Vater sendet den Sohn mit allen heiligen Engeln, wenn die Posaune des Erzengels 1. Thessalonicher Kapitel 4 offenbar wird und gehört wird, und dann werden wir abgeholt. Und dann adios amigos muchachos, und von dieser verderblichen Erde, die mir bis jetzt nur Leid, Trauer, Depressionen und Probleme gegeben hat, ich bin weg von ihr, ich habe keine Lust mehr. Ich sag euch, ich habe keinen Bock mehr. Ich auch nicht, aber wollte noch Kinder gebären. Oh, sweet Jesus. Ja, ich möchte auch eigentlich Vater werden. Ich möchte auch Kinder bekommen. Ich möchte auch eine Frau. Ich möchte auch eine biblische, tugendhafte Frau. Ich will vieles. Aber wenn die Posaune ertönt, dann ich sag adios. So. Wie ist dein Glaube so stark geworden? Wie hast du das gemacht? Alle Ehre dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist durch die Kraft des Heiligen Geistes, der uns die Power gibt, brennend im Herrn zu sein. Nach deiner Aussage glaubst du also, dass wir am Ende der 7 Jahre erst entrückt werden?
Wir werden auf jeden Fall sehen, wie das sein wird. Ne? Vorentrückung, Nachentrückung, Vortrübsal, Nachtrübsal, Vordrangsal, Nachdrangsal. Ich sage dir einfach, sei bereit. Ob es vor oder nach ist, ich glaube an einen liebenden Gott, der uns hoffentlich, so Gott möchte und will, uns abholt vor der Drangsal. Wenn es nicht so ist, wir sollten einfach bereit sein. Jeder behauptet was anderes. Der eine behauptet Vorentrückung, Chalas, adios amigos. Der andere behauptet, wir gehen durch die Drangsal, gibt keine Vorentrückung. Ich hoffe zumindest, dass es eine Vorentrückung gibt. Wenn es keine gibt, dann lasse ich mich gerne töten. Dann soll der Antichrist kommen und mich enthaupten. Ist mir egal. Es ist mir egal. Ich habe keine Angst. Ich weiß, dass wenn ich sterbe, ich komme zurück nach Hause. Du sollst einfach bereit sein. Ihr soll jemand kommen mit einer Guillotine und mir den Kopf abschlagen. Ist mir doch egal. Ich sage euch, ich war schon mal tot. Ich war schon mal geistlich in Depressionen und Suizidgedanken und tot. Ich war schon mal fertig mit meinem Leben. Ich hab nichts zu verlieren. Ich habe gar nichts zu verlieren. Wenn mein Leben zu Ende geht, ist mir egal. Die Apostel haben nicht gelebt und gesagt, Philippus hat nicht gesagt, ich will nicht gesteinigt werden. Er sieht den Himmel geöffnet, er sieht den Sohn Gottes auf seinen Thron aufstehen und er sieht den Vater und den Sohn im Himmel geöffnet und er spricht sogar, in deine Hände, Herr Jesus, lege ich meinen Geist. Philippus hatte keine Angst. Philippus hat den Vater und den Sohn gesehen. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Der Herr sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder Mensch, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Was ist deine Meinung zu LGBTQ? Dämonische Geister, Verführung der neuen Generation, die alle denken, sie wären, weiß nicht. Ich habe letztens eine gesehen, die hat gesagt, ich bin ein Fuchs. Sie sagt, ich bin in meinen Menschenjahren bin ich 18, in meinen Fuchsjahren bin ich 7 Jahre alt. Ja, wie geht's dir noch gut, Mädchen? Du bist ein Mensch, du bist eine Frau. Was für Fuchs? Okay, Leute, ich bin Salzstreuer. Ich kann sagen, ich bin Salzstreuer. Ich bin Buch. Ich bin Löffel mit Zucker. Heutzutage kannst du nur sowas haben. Heutzutage kannst du sagen, ich sehe mich als Blume. Dann verkleidest du dich als Blume. Chalas, du bist Blume. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Diese ganzen Synonymen, he, she, it und diese ganzen Transgender und weiß ich nicht, was es für Gender noch gibt. Alles dämonisch. Hört auf mit diesen Schwachsinn. Für mich ist das, ich sag euch, das sind die dämonischen Geister, die auf jeden Fall die Menschen verführen. Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Kein Adam und Josef oder Eva und Maria oder weiß ich nicht. Adam hat auch nicht gesagt, ich fühle mich wie Eva. Eva hat auch nicht gesagt, ich fühle mich wie Adam. Ich weiß nicht, was euer Problem ist. Das sind dämonische Geister. Dämonische Geister aus den himmlischen Regionen, die die Menschen in falsche Gesinnung und Verführung der fleischlichen Begierde. Alles Täuschung. Kein Mensch wird schwul oder lesbisch oder transsexuell oder pansexuell oder weiß ich nicht, was für sexuell geboren. Kompletter Schwachsinn. Und nennt mich einen feministischen Hasser oder nennt mich das, ich bin ein Mann Gottes und als ein Mann Gottes sage ich dir, ich habe nichts zu tun mit LGBTQ und ich halte davon nichts und ich halte auch nichts von diesen ganzen Sachen. Wer ein Mann Gottes ist, der ist meine Meinung. Wer eine Frau Gottes ist, eine Tochter Gottes, der ist meine Meinung. Und alles andere ist Käse und Käse brauche ich nicht. Sondern ich brauche Wahrheit. Und Gottes Wort ist Wahrheit. Wer will mein Hund sein? Oh nein, jetzt geht's los hier. Und ich bin auch nicht aus einem Affen.
Denn die Charles Darwin Affentheorie, Evolutionstheorie, weißt du, was die besagt? Jani, wenn du schon behauptest, du bist ein Affe, dann kannst du auch Bananen essen, du kannst auch deinen Job kündigen, du kannst auf Bäume klettern, dann benimm dich wie ein Affe. Ich bin kein Affe. Ich sag das oft, ich bin ein Mensch. Ich bin nach dem Bild meines Schöpfers geschaffen, ich bin kein Affe. So, viele Millionen Menschen denken, ah, chalas, ich bin Evolution, ich bin Homo, Homo erectus, Homo sapiens, Homo Schwachsinn, Homo hier, Homo da. Glaub. Kompletter Schwachsinn. Ich sag, ey, ich krieg die Krise. Ich sag's euch. Ach, 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 Dunja, wie die Muslime sagen, ach, Dunja, ach, was ist los mit dieser Welt geworden? Möge der Herr Jesus Christus uns bewahren vor dieser Welt. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, ist die Fleischeslust und die Augenlust und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Die Welt wird vergehen und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Denn wer ein Freund der Welt sein will, der ist ein Feind Gottes, sagt selbst Jakobus. Also dementsprechend, Offenbarung, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod und sie haben weiße Gewänder bekommen und leben von Ewigkeit zu Ewigkeit. Mit Weltlieben ist nicht gemeint, dass du nicht deine Familie nicht lieben sollst oder sonst was. Hier ist damit gemeint, nicht die Gelüsten des Fleisches zu gehorchen oder was die verursacht, die Begierden des Fleisches, wie zum Beispiel Pornografie, Unzucht, Entertainment, bösartigen Augenlüste, die die Welt heutzutage gibt oder gewisse Aktivitäten oder Hobbys, die halt für einen Christen nicht zum Vorteil ist. Denn die Sünde fängt hier und hier an. Zuerst hier, dann guckst du es dir an, dann vollendest du es und dann kommt der Tod. Ja, nee, du hast nichts davon. Und ich, der ich, wie Paulus sagt, der größte Sünder bin, kann dir sagen, ich habe in der Welt gelebt, ich kenne die Welt, ich habe viel probiert, ich habe viel gelebt, ich habe viel gesehen in meinem Leben. Ich habe selbst Dinge gesehen, die andere, ich möchte damit nicht anfangen. Aber wer mein Zeugnis kennt, der weiß Bescheid. Hört auf damit, es bringt dir nichts. Im Gegensatz zu dem islamischen Video, was ich letztens auf TikTok gesehen habe, Bruder, diese Leute sagen, Achi, woher hast du deinen Rolex? Bruder, ich habe geackert, Bruder. Bruder, ich habe für diese Dunja gearbeitet. Arbeitet doch für diese Dunja. Schwachsinn. Liebt nicht diese Dunja. Liebt nicht diese Welt. Das würde ein christlicher Mann Gottes dir sagen. Der sagt zu dir, geh für deine Rolex arbeiten. Für diese Dunja, geh doch arbeiten. Ich sag dir, nein, du brauchst keine Rolex. Deine Rolex wird eines Tages Staub. Denn von Staub bist du und von Staub gehst du zurück. Du brauchst keine irgendwas und Materialismus. Das nimmst du nicht mit. Am Ende, wir sind beide Skelette und unsere Skelette kommen zu Staub. Also, du nimmst nichts mit, außer, was nimmst du mit? Dein Glauben und deine Werke. Dein Glauben und deine Werke. Islamische Propaganda wird hier gestummt mit einem Scharlatan, schlangenartigen Schlangensprache und Schrift. Ich sag's euch, die Leute denken, Alan, warum hast du ein Problem gegen Muslime? Die wissen ja gar nicht, dass meine Großfamilie alles Muslime sind, sunnitische muslimische, meine Mutter, mein Vater, meine zwei Schwestern, meine zwei Brüder, meine 100 Cousins, Onkels, Tanten. Ich wäre der letzte Muslimhasser, aber ich bin ein Mann Gottes, der versiegelt ist mit dem Heiligen Geist.
Wenn ich ein falsches Evangelium predige, werde ich aufgrund dieses falschen Evangelium in die Hölle geschickt werden. Ich kann es mir nicht leisten, Honig ums Maul zu schmieren den Leuten. Ich kann es mir nicht leisten, irgendein Schwachsinn zu erzählen, sondern ich kann dir sagen, der einzige Weg zum Vater ist nur durch den Sohn. Wer den Sohn hat, der hat den Vater. Wer den Sohn nicht hat, den Vater nicht. Der einzige Weg zum Vater ist nur durch Jesus Christus. Allah, Krishna, Shiva, Mohammed, Charles Darwin und alles andere kann dir kein ewiges Leben geben. Und das sage ich meiner Mutter, das sage ich meinem Vater, das sage ich meinem Bruder, das sage ich meiner Schwester, das sage ich meinem Onkel, das sage ich meiner Tante, das sage ich selbst den Kalifen von Islamischen Staat, der in mein Heimatland in Syrien gearbeitet hat. Meine Schwestern, quasi auch die Jesidinnen, Kurdinnen, vergewaltigt haben. Ich würde selbst vor 2 Milliarden Muslime sagen, wenn ihr nicht an den Sohn Gottes glaubt, ihr werdet niemals in den Himmel kommen. Ihr werdet niemals das Reich Gottes sehen. Werdet ihr niemals Al-Jannah sehen. Ihr werdet kein Al-Firdaus sehen. Ihr werdet keine 72 Jungfrauen bekommen und überdurchschnittliche Körpergrößen, Intimitäten von Penissen oder sonst was für eine Perversion bei euch steht. Ihr werdet niemals ins Reich Gottes eingehen, wenn ihr nicht den Heiligen Geist habt und an den Sohn Gottes glaubt. Ich bitte euch. Eines Tages werde ich vor Gott stehen und dann, wenn ich was Verderbliches den Leuten gesagt habe, ein falsches Evangelium, dann wird Gott mir sagen, weiche von mir. So. Nein, ich bin nicht der Papst oder irgendeine andere Figur, die sagt, alle abrahamitische Religionen führen zu Gott. Nein, das sind nicht die Worte des Herrn Jesus. Der Herr sagt, ich bin der einzige Weg zum Vater. Und Momo, du hältst auch deinen Mund, denn in 8 Versen weiter spricht er, mein Herr und mein Gott. Und auch in Matthäus 16, Vers 13 bis 16. Und auch in Johannes 12, 45 macht dein Glaube auch mundtot, wo Jesus selbst gesagt hat, wer mich sieht, der sieht Gott, den Vater. Und wenn du, wie auch ein Zakir Naik, ein überdimensionaler Heretiker von antichristlichem Geist und Täuschung der Muslimenprediger, auch sagst, wo hat Jesus gesagt, ich bin Gott und betet mich an. In Johannes 14, 9 sagt Jesus, ich bin Gott. Und in Johannes 14, Vers 12 sagt Jesus, betet mich an. Also schlag mal die Bibel auf und lies Johannes 14, 9, ich bin Gott. Und Johannes 14, 12, betet mich an. Diese Verse haben wir. Ein lauwarmer Christ würde das vielleicht dir nicht sagen, weil er keine Ahnung vielleicht von der Bibel hat. Aber ich sage dir, Jesus sagt, ich bin Gott. Und Jesus sagt auch, betet mich an. Ich werde heute für euch beten, alle. Bevor ich schlafen gehe, ich werde für euch beten. Besonders für die Muslime. Okay, Leute, ich werde jetzt offline gehen. Auf jeden Fall, ich danke allen, die heute da waren. Es war wieder der erste Livestream nach langer Zeit. Es hat mir wirklich gut getan. Betet, dass ich im Geist wandle. Ich bete auch für euch. Der Vater segne euch und behüte euch und lasse sein Angesicht auf euch scheinen. Erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Und in seinen Namen, im Namen Jesus Christus. Ne? Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er sagt auch, wer mich sieht, der sieht Gott, den Vater. Er sagt auch, wer an mich glaubt, der tretet vom Tod zum Leben hindurch. Wie er auch sagt, wer an mich glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt an den Sohn Gottes, der ist schon auf dieser Dunja, auf dieser Erde gerichtet. Weil er nicht an mich geglaubt hat, wird er gerichtet werden. Du wirst entweder freigesprochen durch den Sohn oder du wirst verurteilt durch den Sohn. Und
Ich werde für euch Muslimen beten. Ich bete und versuche jeden Tag für euch zu beten. Alle, die mich beleidigt haben, möge der Herr Jesus euch segnen. Alle, die Hass auf mich schieben, ich liebe euch von ganzem Herzen. Alle, die mich verfolgen, ich verfolge euch mit zurück, mit Liebe aber und nicht mit Hass. So an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ich habe einen liebenden Gott, ne? Und der Gott der Bibel ist der wahrhaftige Gott. Und auf jeden Fall Instagram Alan Seelengewinner, nimmt auf TikTok das Plus weg und folgt mir auch auf Instagram. Ihr werdet dann nichts mehr verpassen. Ich mache immer Umfragen ab und zu auf Insta. Ich poste auf jeden Fall Fragen von anderen. Ich kündige manchmal mein Live an. Ihr seht manchmal so, was ich mache, so ein bisschen. Instagram werde ich vielleicht ein bisschen live gehen. Mal gucken, vielleicht komme ich gleich Instagram ein bisschen live. Aber ansonsten, es war ein sehr starkes Live auf jeden Fall. Und genau. Falls ihr müsst jetzt nicht, ne? Also ich sage das den Leuten auch, nur für diejenigen, die Bescheid wissen, was für Projekte ich im Laufen habe und in Zukunft auch. Falls du diese Arbeit unterstützen möchtest, kannst du auf jeden Fall auf mein Profil gehen, auf die 60.000 Likes oben. Da ist mein PayPal. Kannst du gerne was mit deinem Segen reinsegnen, reinspenden. Falls nicht, Gott segne dich trotzdem. Falls du für mich betest, danke dir. Kostenlos habe ich das Evangelium bekommen, wie Paulus sagt. Kostenlos gebe ich es wieder zurück. Wer dennoch auf jeden Fall ein Segen sein möchte, soll gerne machen. Ist auf jeden Fall dir über auf Instagram. Gottes Segen. Halleluja.